sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, liebe Christen. Gestern musste ich wieder mal an Ihre CVP denken. Ich suchte nämlich ein Haarwaschmittel. Ja, das geschieht selten genug, also das Denken. Aber gestern gaben Sie mir halt wieder mal zu denken. Und das verdanke ich diesen zwei Flaschen, die nebeneinander im Gestell standen. Hier das Shampoo gegen schuppiges Haar, hier das Shampoo für schuppiges Haar. Ja, dafür und dagegen sein und sauber bleiben dabei. Genau das erinnerte mich an Ihre Seifenpartei. Und natürlich auch an Ihren Gründer, der vor 2000 Jahren in seinem Parteiprogramm klipp und klar festhielt, deine Rede sei ja, ja, nein, nein. Ja, Sie, liebe Politchristen, halten sich ja noch heute daran. Nur tönt es jetzt bei Ihnen so, ja, ja, nein, nein. Zum Beispiel beim Kopftuch oder bei den Minaretten oder beim Geheimplan zur Abwahl des Duce. Ja, ja, nein, nein. Tja, Sie haben sich halt schon ziemlich fortentwickelt von Ihrem ersten Vorsitzenden. Ja, aber Sie machen heute auch schon vieles besser als damals. Zum Beispiel lassen Sie sich nicht mehr festnageln. Ja, es war schon immer problematisch, Seifen festzunageln. Versuchen Sie es mal mit Leuthard oder mit Darbele. Sie werden scheitern. Übrigens, liebe CVP, bei mir haben die beiden Flaschen nichts genützt. Hä?